Moin zusammen. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier den Scirocco meines Bruders stehen. Und ja, ohne Worte, das Ding ist wirklich gut krumm. Der hat das irgendwie mal nach Augenmaß angebracht und ja, das geht gar nicht. Also da habe ich gesagt, das muss ich unbedingt fixen. Und das Problem ist, er hat natürlich jetzt die Löcher hier in dem Kennzeichen drin. Zwei Stück an der Zahl, ein drittes noch reinmachen. Ziemlich blöd. Mein Bruder möchte nicht das Klett dran haben, wie ich es habe. Und ja, es hält immer noch problemlos. Sondern er hat mir hier, zack, das kommt erstmal kurz weg, diese Kunststoffrahmenhalter gegeben. Da geht er halt total drauf ab, das ist gut, das gefällt ihm. Und dann habe ich im Netz nochmal geguckt und bin auf die Firma Alufix gekommen. Und die haben mir jetzt zur Verfügung gestellt zum Testen, das sage ich ja auch ganz klar, keine Frage, diese Version der rahmenlosen Kennzeichenhalter. Und das ist quasi nochmal eine richtig bessere Version. Die gucken wir uns jetzt im Detail zusammen an. Jo, schauen wir uns die Teile hier in der Alu-Version jetzt im Detail an. Wie gesagt, Alu, also wirklich eine geile Sache, dass sie wirklich super leicht sind. Ist wirklich nahezu, ja, fast kein Unterschied vom Gewicht her. Und ist natürlich deutlich hochwertiger, rostfrei, weil es Aluminium ist. Und das ist natürlich eine coole Sache. Was fällt sonst noch im direkten Unterschied auf? Es fällt auf, wir haben diesen Klebepad hier nicht, denn das Ganze wird verschraubt. Dafür ist jetzt hier die untere Schraube, die ist jetzt hier angewinkelt, dass wir die Möglichkeit haben, das Kennzeichen hier reinzuschieben. Und wenn wir hier unten die Schraube, ganz kleine Inbusschraube, festschrauben, biegt sich dieses Teil hier vom Alu und greift das Kennzeichen und hält es hier fest. Also es ist eine ganz gut durchdachte Sache. Auch genial, wenn man eine stark gewölbte oder ja, nicht gerade Motorhaube, sorry, nicht Motorhaube, sondern eine Frontschürze hat, genau, wie bei meinem alten Z4 zum Beispiel. Da kann man das sehr gut gebrauchen. Hat man hier diese Teile und die sind hier quasi so eine Sollbiegestelle. Wenn ich jetzt hier mal leicht drücke, wird man sehen, dass das Teil rauskommt. Und dadurch hat man die Möglichkeit, machen wir mal ein bisschen mehr. Na komm schon. So. Und dadurch hat man die Möglichkeit, das Teil richtig passgenau an der Frontschürze zu befestigen. Ich biege es jetzt extra mal nicht so weit, damit es hier nicht so weit rausgeht, genau. Aber wirklich eine geniale Sache, echt nicht schlecht. Es gibt nur einen einzigen Nachteil im Vergleich zu den Kunststoffversionen. Sie sind ein bisschen teurer. Also ein bisschen ist untertrieben, sondern deutlich teurer, muss man ganz klar dazu sagen. Aber ansonsten ziemlich cool. Jo, wie ihr sehen könnt, habe ich hier das Kuchenblech demontiert. Und ja, ist natürlich blöd, sind jetzt die kleinen Löcher drin. Aber hier in dem Set hat sich einer was bei gedacht. Hier sind auch so ein paar Abdeckungen drin. Also mal gucken, wir die gleich drauf machen, wie das aussieht. Joa, auf jeden Fall schwarz. Also von der Entfernung her wird es nicht weiter auffallen. Ansonsten natürlich bei nächster Gelegenheit direkt ein neues Blech holen und dann direkt mit den rahmenlosen Haltern arbeiten. Ja, dann haben wir auch kleines Werkzeug ein bisschen dabei. Sprich, wir haben Schräubchen. Alles hier mit Inbusskopf und ein Inbusschlüssel liegt auch dabei. Da suche ich mir jetzt zwei passende Schrauben raus. So, mit Unterlegscheibe natürlich. Und von der Ausrichtung habe ich auch schon mal geschaut. So, das ist die linke Seite. Hier bei dem Kreuz werde ich das Ganze montieren. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, das in der Höhe richtig schön zu verschieben. Hier, ups, erstmal fixieren. So, ich hatte das gerade schon mal angetestet. So, und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das hier in der Höhe zu variieren, hier seitlich auch noch und so weiter. Wenn ich das Ganze jetzt irgendwie bei einem Fahrzeug montiere, wie gesagt, wo die Schürze gebogen ist, dann kann ich natürlich hier diese Teile benutzen und halt, wie gesagt, in dieser Sollbiegestelle auch verbiegen. Also wirklich, hier hat sich echt einer was bei gedacht, das gefällt mir richtig gut. Ja, so ist das Ganze jetzt hier schon fixiert, mache ich das andere noch fest und dann kommen wir zum Kennzeichen einsetzen. So, nachdem ich die beiden Halter jetzt soweit fixiert habe, kann ich jetzt hingehen und das Kennzeichen hier einsetzen. So, und das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie auch bei den anderen Haltern, erst oben und dann unten rein. Allerdings hier wird das nicht reingequetscht, sondern jetzt wird es hier fixiert. Dafür nehme ich jetzt hier den Inbus und jetzt kommt eigentlich auch schon das, was mir nicht so gut gefällt. Gerade hier ist das jetzt ein sehr gutes Beispiel bei der Position oder bei diesem Design der Heckschürze. Hier komme ich jetzt mit dem Inbus wirklich relativ schlecht dran. Und werde jetzt hier auf jeden Fall so einige Bahnen, einige Umdrehungen brauchen hier mit dem kleinen Inbus.
Aber das geht natürlich, klar. Ja, das wird jetzt ein bisschen was dauern. So, das ist es halt, was ich meine. Ich schraube das aber soweit fest, habe die Ausdauer und dann sind wir gleich durch. So, wie ihr sehen könnt, ist das Kennzeichen jetzt montiert und ja, das hält auch bombenfest. Absolut super. Und es ging einfacher, indem ich mir hier, na komm her, diesen Inbus von mir aus meinem Set geholt habe. Ist ein 2,5er und ihr seht, das hat hier oben einen Kugelkopf, das Teil. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, hier an der Schraube, wenn ich hier reindrücke, halt auch schräg zu arbeiten und habe halt nicht diesen geraden Winkel. Ja, soweit passt das super, sieht auch geil aus. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch hier diese schwarzen Abdeckungen drauf. Mal gucken. Jo. Also aus der Nähe sieht man es natürlich, klar. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, ob das noch auffällt, dann können wir sie abmachen. Aber ansonsten ganz nett, dass die Sachen dabei sind. Auch wirklich hier unten nochmal zu sehen, jede Menge verschiedene Schrauben dabei. Und jo, so denke ich, kann sich das doch wieder sehen lassen. Ne? So hängt das Ding jetzt endlich mal wieder gerade, nicht mehr krumm. Und wir sehen wirklich nur zack, 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 hier oben diese kleinen Markierungen, die rausstechen, die Halterung. Und das ist wirklich ein rahmenloser Kennzeichenhalter. Ja, eine ganz coole Version in dieser Alu-Variante, richtig cool. Kostet, wie gesagt, halt ein bisschen mehr. Oder halt ein bisschen mehr. Das ist richtig. Allerdings, wenn man sich die Dinger einmal kauft, bin ich überzeugt, dann kann man die auch beim zweiten, dritten Fahrzeug noch verwenden. Von daher ist das gar nicht mal so verkehrt, weil es kommt halt öfter die Frage auf, die immer dann auch stellt, was mache ich, wenn ich die Dinger benutzt habe und das Klett ist weg. Dann muss ich halt doppelseitiges Klebeband besorgen und austauschen. Das ist bei den anderen nicht der Fall, weil sie halt von unten sicher verschraubt werden. Ja, in diesem Sinne könnt ihr euch die Dinger gerne nochmal anschauen und haut rein, Daumen hoch, bis zum nächsten Video. Ciao!